Ja, hi. Ich bin Kübi. Mich kennen, glaube ich, die meisten. Ich erzähle euch heute Dinge über Games and Tricks. Sprich, wir reden über Speedrunning. Wer von euch hat keine Ahnung, was ich meine, wenn ich Speedrunning sage? Ein paar, sehr schön. Okay, dann schauen wir uns kurz die Wikipedia-Definition an. Das ist meine Inhaltsfolie, die hätte ich eigentlich aussehen wollen, aber das hat wohl nicht mehr geklappt. Genau, das ist so die Wikipedia-Definition. A Speedrun is a playthrough or a recording thereof of a video game performed with the intent of completing it as fast as possible. Ne? Das kennt man irgendwie, Leute fangen an zu rennen und dann kommt irgendwann auf die Idee, sich zu streiten, wer ist eigentlich der Schnellste. Leute fangen an, Videospiel zu spielen, dann kommt sich irgendwann auf die Idee, sich zu streiten, wer ist eigentlich der Schnellste. Ne? So, das ist so das Konzept von, was ist ein Speedrun? Leute spielen Videospiele so schnell wie möglich. Demo? Ja, nee? Ja! Sehr schön. Dann schauen wir mal rein. Weil das ist jetzt ein kurzer, kennt jemand, Super Mario 64 ist ein Spiel, das ist relativ bekannt. Wir gucken mal kurz rein, das ist so ein kleiner kurzer Ausschnitt aus einem kurzen Video. Genau, wir schauen einmal lieber. Hier links sehen wir irgendwie Mario und er muss irgendwie so 8 rote Münzen einsammeln und dann ans Ende der Stage kommen. Ne? Normalerweise ist dieser Balken da sowas, das verschwindet gleich wieder und man drückt eigentlich diesen Knopf, dann holt man den hinteren, dann drückt man den Knopf nochmal, dann holt man diese rote Münze. Ne? Eigentlich muss man hier außen rum gehen, irgendwie noch so deutlich weiter. Ne? Das ist halt so ein Speedrun. Wir sehen, er läuft irgendwie nicht daran, wo man erwarten würde, dass er langläuft. Er hilft die ganze Zeit, um irgendwie schneller zu sein. Ich wusste nicht, dass dieser Jump überhaupt möglich ist, bis ich ihn gesehen habe. Ich bin super fasziniert davon, dass er hier nicht stirbt. Dass er hier nicht stirbt. So, was für mich ist. Jetzt hat er alle 8 roten Münzen und achso, ja, noch 2 Warjumps und dann so ein. Ja, also. Genau. Das ist so ein. Genau, das ist so ein relativ entspannter Speaker. Thank you. Ich habe so eine Idee davon, was Speedrunning eigentlich ist. Ne? Da ist jemand und der versucht, das Ganze so schnell wie möglich zu machen. Der gesamte Speedrun ist am Ende in den Slides, die ich hochladen werde, verlinkt. Der ist super unterhaltsam, kann man sich mal anschauen. Geht irgendwie 1,5 Stunden und spielt einfach Super Mario mit 120 Sternen durch. Ne? Das ist ziemlich krass. Ja. Er meint auch irgendwann, ja, also die zweite Hälfte von diesem Run ist irgendwie deutlich entspannter, weil da brauchen die ganzen Sterne irgendwie so 20 Sekunden im Schnitt. Und das ist einfach von nichts. What? Ich brauche 20 Sekunden, um in dieses scheiß Level zu kommen. Warum ist der mit dem Stern schon wieder raus? Aber ja, genau. So, dann zu Speedruns vielleicht allgemein ganz kurz. Es gibt so, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, es gibt mehrere Kategorien, in denen irgendwie Speedruns gemacht werden. Die wohl interessanteste Kategorie ist so Single Segment. Das bedeutet, da setzt sich jemand hin und dann startet er das Spiel und dann spielt er es durch und dann ist er fertig. Und dann gucken wir mal, wie lange er so gebraucht hat. Ne? Wir spielen das in einem Segment durch. Da gibt es so ein paar Unterkategorien von, die nicht Unterkategorien sind, weil ich es nicht hingekriegt habe, aber die passen auch auf alle anderen, das sieht man dann. Die eine davon ist irgendwie Any Percent, das heißt, es geht einfach nur darum, das Spiel zu beenden, in irgendwie so schnell wie möglich und mit egal was. Ne? Bei Super Mario ist das zum Beispiel interessant, man kann dieses Spiel durchaus mit 0 Sternen beenden, das ist möglich, dauert dann ungefähr 5 Minuten. Ist ganz amüsant, ne, oder sowas. Genau, dann gibt es im Gegensatz dazu irgendwie so 100%, sprich da versucht der Spieler irgendwie alle Items in dem Spiel einzusammeln oder alles mitzunehmen, alle Bosse, die irgendwo noch rumstehen, auch noch zu töten oder was weiß ich. Also er spielt das Spiel einfach komplett durch, bis er das Spiel komplett durchgespielt hat. Die meisten Spieler haben relativ klar definiert, was es heißt, dieses Spiel mit 100% zu speedrunnen. Ne? Also da ist dann irgendwie, mach das und das und das und das und das und das, da kannst du dir sparen, weil warum auch immer, und dann hast du es vollkommen. Dann sind das die 100%, die wir akzeptieren. Genau. Dann benutzen ganz, ganz viele Spiele, wenn sie sowas machen, Glitches. Und da habe ich leider keine nette Demo von gefunden, aber das kann man sich irgendwie vorstellen, dass man da so durch so eine Wall durchglitscht. Ocarina of Time. Ocarina of Time. 18 Minuten. Ja, zum Beispiel dieser Super Mario Speedrun, der in 5 Minuten läuft, der benutzt und der glitscht sich irgendwie nicht durch die Gegend. Genau, das heißt, Leute nutzen einfach irgendwie Bugs im Spiel aus, die da eigentlich nicht sein sollten. Und die dann weirden Shit machen, das ist teilweise super witzig und ganz, ganz oft so ein Deal-Situation. Also, genau. Das Nette ist,
dass ganz, ganz viele Speedrunner, wenn sie irgendwie einen Speedrun machen, einem währenddessen erzählen, was sie da eigentlich gerade tun. Ja, und dann irgendwie erklären, okay, ich glitche übrigens gerade das und das und das funktioniert auf die und die Art und Weise. Und wenn man hier und hier hingeht, dann corruptet man da Memory auf die und so und dann passiert da irgendwie was, das ist weird. In den meisten Fällen ist es einfach super weird und Leute machen, also, das ist alles wahr. Genau. Genau, eine nette Kategorie neben dann ist irgendwie Deathless. Da versuchen Leute irgendwie Spiele in so wenig Toten, beziehungsweise einfach in keinem Tod, wenn möglich, durchzuspielen. Nette Beispiele hierfür sind Super Meat Boy, wer das kennt. Da gibt es einen Deathless-Transfer, wenn ich mich nicht irre. Das ist ziemlich beeindruckend. Genau. Ja, das sind so die spannendsten Kategorien von irgendwie Single-Segment-Runs. Dann gibt es offensichtlich Multi-Segment-Runs, sprich Leute nehmen einfach verschiedene, mehrere Segmente von einem Run auf. Ne? Zum Beispiel kann man sich bei Super Mario, wo man 120 Sterne sammeln muss, vorstellen, dass man einfach ein Segment quasi aus jedem Stern und dem Weg zum nächsten Stern oder zum nächsten Level macht. Da geht es dann irgendwie deutlich, deutlich stärker um jedes Segment einfach optimieren. Ja? Wenn man einen Single-Segment-Run macht, dann benutzt man oft gegen Ende des Spiels irgendwie verschiedene Wege, die ein bisschen länger dauern, aber dafür deutlich sicherer sind. Ne? Weil dann stirbst du halt nicht und musst nicht diese 5 Minuten von gerade nochmal durchspielen. Bei Multi-Segment-Runs geht es dann schon sehr, sehr viel stärker darum, dass einfach jedes Segment bis zum Tode optimiert wird. Und was das Ganze so ein bisschen auf die Spitze treibt, sind Tool-Assisted Speedruns. Ne? Das kann man sich irgendwie vorstellen, wenn man so einen Emulator hat, dann kann man einfach jede Eingabe dieses Control-Sticks für so eine Nintendo 64 oder sowas, kann man für jeden Frame des Spiels genau programmieren. Das heißt, man kann dieses Spiel so perfekt spielen, wie es niemand Menschliches jemals hinbekommen hätte. Das mag sich irgendwie ein bisschen langweilig anhören, weil naja, dann hat man irgendwie theoretisch das perfekte Spiel. Ist aber meistens super cool, weil viele Dinge, die irgendwie möglich sind, halt von Leuten, die Tool-Assisted Speedruns machen, entdeckt werden, weil halt sonst jemand auf die Idee kommt, irgendwas mal auszuprobieren. Aber naja, wenn man das Tool-Assisted hat, dann kann man da irgendwie schon mal so ein bisschen durchprobieren. Ne? Und dann genau, kriegt man eben quasi perfekte Eingaben für das Spiel. Da geht es dann weniger um den tatsächlichen Speedrun, als mehr um die Grenzen des Spiels auszuprobieren. Ja? Genau, da gibt es irgendwie noch so ein bisschen mehr, aber das ist so das Wichtigste, was man irgendwie an Kategorien mal gehört haben sollte, wenn man sich irgendwie mit Speedruns beschäftigt. Genau, dann gucken wir uns ganz, ganz kurz die Historie von Speedruns an. Das erste, was man irgendwie als Speedrun bezeichnen kann, gab es so 1993 auf Doom. Doom ist so ein Spiel, das kennen vielleicht die Leute. Genau, was Doom nämlich als das erste Spiel, glaube ich, überhaupt eingeführt hat, war, dass man sich selber beim Spielen aufnehmen und sich dann ein Replay von sich selber anzeigen konnte. Ne? Und das haben Leute dann relativ schnell genutzt, um irgendwie so sich selber aufzunehmen. Und dann haben Leute irgendwie eigene Maps geschrieben und dann hieß es irgendwie, hast du so eine Map, beendet die mal oder kriegst die mal überhaupt hin. Und dann haben Leute irgendwie Videos von sich, wie sie das machen, aufgenommen und die dann hochgeladen auf so eine Seite. Genau, und dann hat Quake irgendwie nachgezogen und dann haben die Leute von Doom und die Leute von Quake, die dann so zwei Seiten hatten, die dann so parallel gelaufen sind und irgendwie ganz viele Runs in irgendeiner Form, nein, entweder Speedruns oder irgendwelche Runs hatten, gemerged, das war irgendwie 98, und das sogenannte Speed Demo Archive erschaffen. Ne? Und das ist so ja, eine der oder die große Seite, auf der irgendwie Speedruns gehostet sind. Ne? Wenn jemand einen krassen Speedrun macht, dann schickt er dem mal ein Speed Demo Archive und dann füllt das irgendwie ein. Da gibt es mehrere tausend Runs, haben die mittlerweile schon. Das ist ziemlich, ziemlich krass. Genau, das ist so eine Website, die findet man irgendwie unter speeddemoarchive.com. Und die hosten mittlerweile seit 5 Jahren, glaube ich, AGDQ und SGDQ. AGDQ und SGDQ steht für Awesome Games Done Quick und Summer Games Done Quick. Na, das sind beides Video Game Marathons, sprich, da setzen sich Leute hin und spielen irgendwie Spiele. So schnell wie möglich, ne? Weil es geht irgendwie um Speedruns. Deswegen heißt es auch Games Done Quick. Klar. Und das Ganze wäre irgendwie nicht so spannend, wenn die nicht irgendwie cool wären, und die sind ziemlich, ziemlich cool. Die nehmen nämlich Spenden für irgendeine Charity-Organisation an. Ne? Die letzten Jahre haben sich irgendwie die Awesome Games Done Quick immer mit der Prevent Cancer Foundation zusammengetan, und die Summer Games Done Quick, glaube ich, mit der Ärzte ohne Grenzen Foundation oder so zusammengetan. Und was da passiert ist, da setzt sich jemand hin, ne? Das haben wir gerade eben gesehen, ich mache das eben nochmal auf. Das ist genau, das sieht man jetzt hier von den Summer Games Olympics 2014, von letztem Jahr.
Und dann sieht man dann rechts, sitzt vorne irgendwie der Typ, der das gerade Speedrun. Dahinter auf der Couch so drei Typen, die auch dieses Spiel Speedrun und einem dann erzählen, was da passiert. Und dahinter ganz viele Leute irgendwie zugucken. Und das Ganze wird gestreamt auf Twitch und auf der Seite von GameStand Pick, glaube ich. Und wenn man zu Hause also sitzt, kann man sich diese Streams anschauen, weil das ist irgendwie in Virginia oder sowas, in den USA, da will man jetzt nicht unbedingt hinfliegen und sich das reinzuziehen. Deswegen streamen die das. Ne? Die sind auch, die 99% der Leute, die da zugucken, gucken auch den Stream und können dann von zu Hause für bestimmte Spiele, weil sie es geil finden, Geld an, weil sie cool finden, was die Leute da machen und weil sie irgendwie Lust haben, an eine Charity Geld zu spenden, einfach Geld spenden. Ne? Das ist eine super, super coole Sache. Ich verpeile jedes Mal, dass das irgendwie ist. Und dass ich ja zugucken und Geld spenden könnte, deswegen gucke ich immer nur danach zu und spende leider kein Geld. Das ist immer ein bisschen blöd. Ja, die Awesome Games dann fixen immer im Januar, die Summer Games immer im Juli, August, bin ich mir nicht sicher. Genau, und dieses Jahr ist mir irgendwie so drei Tage später aufgefallen, dass die gerade waren. Und dann habe ich immer nur die Streams nachgeguckt. Genau. Das ist also per se eigentlich eine super, super coole Sache. Und was das Ganze noch ein bisschen cooler macht, ist, Leute, die irgendwie Spenden geben, die können ihre Spenden kommentieren und viele dieser Kommentare oder dieser Spenden werden dann vorgelesen und we just received the $500 donations, keep up the good work, guys. Oder sowas lesen die dann vor, während halt live der Speedrun läuft und das ist teilweise super hilarious, weil irgendjemand den dämlichsten Kommentar aller Zeiten bringt oder warum auch immer. Oder es ist auch einfach ziemlich cool, wenn du gerade was speedrunst und dann kriegst du mit, dass da gerade jemand $1,000 dafür gespendet hat, dass du hier einen geilen Speedrun abziehst. Das ist ziemlich, ziemlich cool, bringt ziemlich Spaß. Und das andere, was sie haben, was diese Donations irgendwie cool machen, sind, sie haben hin und Donation Incentives oder Bid Wars. Ein sehr schönes Beispiel dafür, was das heißt, ist die diesjährige AGDQ. Da hat jemand Metroid Prime gespeedrunnt. Und dann ist es so ein Spiel. Und am Ende dieses Spiels hat man so die Entscheidung zwischen, da gibt es so eine Horde Tiere und die kann man entweder töten oder man kann sie leben lassen. Und das vom Spiel her Richtige wäre, sie leben zu lassen, sie zu töten wäre viel schneller. Also nicht viel, auch nur 5 Minuten oder sowas, aber es geht schneller. Und dann haben sie gesagt, okay Leute, spendet mal für Kill the Animals oder Save the Animals. Und dann haben Leute halt irgendwie an ihre Spende angehängt, Kill the Animals, und an ihre Spende angehängt, Save the Animals. Und dann ging das dem entsprechenden Konto zugute und was am Ende am meisten Stimmen hatte, wurde dann quasi von dem Runner durchgeführt. Und das haben sie irgendwie auch, was die Benamsung von Figuren angeht, oder das haben sie irgendwie was bestimmte, man kann irgendwie jetzt diesen einen Boss so oder so besiegen, dann spendet man halt für die eine oder für die andere Variante. Oder was auch sehr witzig ist, das passiert manchmal, es gibt einen Speedrun, da sitzen irgendwie so Typen dahinter und einer dieser Typen meint immer, okay, ich spende $40, wenn du in der nächsten Stage das folgende machst. Ich spende $100, wenn du in der nächsten Stage das folgende machst. Das ist ziemlich hilarious anzugucken. Es gibt dann teilweise auch Runner, die sagen, okay, ich spende für jeden meiner Tode $10 an die entsprechende Foundation oder sowas. Das ist einfach eine super, super coole Sache. Genau. Warum ich euch das erzähle, ist, weil ich unglaublich viel zu viel Zeit damit verbringe, mir diese Videos anzugucken, weil es super, super viel Spaß bringt. Und ja, wenn man halt wieder vor so sitzt und sich denkt, was mache ich eigentlich jetzt, dann kann man sich durchaus mal so einen Speedrun angucken. Genau. Fragen? Oder irgendwas? Ach Gott, ich habe euch voll überrannt. Lass doch jetzt nochmal einen coolen laufen. So nebenbei. Das kann ich tatsächlich. Zum Beispiel die Arena kommt. Was man sich dazu sagt, wenn ihr nochmal einen Speedrun sehen wollt, dann können wir kurz mal in den kürzesten Super Mario Speedrun aller Zeiten reinschauen. Super Mario 1 oder irgend so ein billiger Abstand von den Nachfolgern? Super Mario 64 natürlich. Ach ja, das ist Super Mario aller Zeiten. Ja, aber das läuft auf dem NES nicht. Was will man sich denn da anschauen? Moment. Ja, schauen wir doch einfach mal irgendwie da rein. Der andere ist mal schneller. Ja, der. Der ist 5 Minuten mal schneller. Ist der hier? Nein, der ist ganz unten auf dieser. Der ist cool, das ist der. This one. Da, 4,57. Was ist denn da der aktuelle Rekord? Wir schauen da mal rein. Geh doch auf die Seite hin. Aber das ist auch ein cooles System. Ja genau, der ist Twisted, weil das menschlich
Warte mal, das ist nicht das, was da oben ist. Ja, sehr nett. Nicht da irgendwas, was man sich irgendwie anschauen kann. Wir schauen einfach mal da rein, das sah halt gefletscht aus. Ich skippe mal den Teil mit der Introduction und wir fangen mal da an zu gucken, wo es irgendwie tatsächlich losgeht. Was? Ja, das geht irgendwie schneller, weil da rein zu gehen und wenn man da weit genug springt, dann überspringt man auf die Katze, wo man die Kamera eingeführt bekommt. Wir haben vorhin schon gesehen, wie man das eigentlich macht, aber er will nur schnell durchkommen und nicht alle Sterne sammeln. Und das ist, wie man es irgendwie noch macht. Bei mir hat das irgendwie mal länger gedauert. Muss man Bowser, den bösen Menschen in dieser Welt, irgendwie zwei, dreimal besiegen und das war das erste Mal. Jetzt steht er vor der Tür zum Keller, das ist quasi der zweite Abschnitt dieses Spiels, wenn man so will. Und ja, wir müssen uns wieder auf gleicher Weise durch zum zweiten Bowser. Schneidet ihr da nicht mal was ab und kommt uns so vor? Das ist okay, das kann man, das machen Leute in der Realität. So nebenbei. Das ist okay, das passiert. In der Realität. Ja, also das ist halt jetzt zugesistet, das heißt, er kann so einen Scheiß halt abziehen, aber zumindest den ersten Teil, also das wird zwischen von meinen Fallen herstellen, bin ich mir nicht sicher, aber der erste Teil, den kriegt auch ein Mensch. Und? An der Stelle denke ich mir, man baut das schon so einen Lappen. Ich meine, den sollte man dreimal besiegen. Und beim zweiten Mal muss man den einmal gegen so eine Bombe. Bei den ersten zwei Mal muss man den einmal gegen so eine Bombe schleudern. Also, sie hätten da beim zweiten Mal schon irgendwie auf zweimal hochgehen können. Aber hey. Okay, jetzt hat er die Schlüssel für das erste Stockwerk. Und hier reingehen und dann da rauskippen ist, glaube ich, schneller als wieder hoch raus. Das ist jetzt gar nicht. Doch, der ist sehr gut. Genau. Ja, der hat gerade einen Schlüssel für das obere Stockwerk gekriegt. Läuft da jetzt irgendwie rein. Jetzt passiert das, was wir irgendwie schon. Da, dieser kriegt tatsächlich, dieses erste, wir überspringen mal die Treppe, kriegt ein Mensch auch hin, das danach nicht mehr wirklich so soll. Was? Was man vielleicht gerade ganz kurz dazu sagen will, weil es recht interessant ist, ist, ihr seht hier diese super lange Treppe, ne? Da gerade rechts oben. Und eigentlich ist vor dieser Treppe, kommt man diese Treppe nicht hoch, bis man eine gewisse Anzahl Sterne hat. Wir hatten ein paar Mal jetzt schon diesen Glitch gesehen, wo er sich irgendwie weird auf seinem Arsch und herbst und dann durch die Gegend rast wie ein Irrer. Das ist der ursprüngliche Weg, wie man diese Treppe hochkommt, auch wenn man nicht alle Sterne hat. Die machen das irgendwie anders. Ich weiß nicht wie, aber anders. Genau, und jetzt geht es irgendwie zum dritten Bowser und dann ist das Spiel vorbei. Ja, die Stage war irgendwie immer sau hart oder auch nicht, weil, naja. Sicher. Ich meine, normal, ne? Mach ich auch mal. Ja, eigentlich wird die Stage jetzt stärker, wenn man ein bisschen schwieriger, wenn man weniger Platz hat. Oder bis die Stage stärker wird, ist das Bowser einfach schon.
Den Abspann wollen wir den Abspann noch sehen? Nee. das ist so ein, auch so ein recht nettes Beispiel. Ich werde an die Smartphones nach der Hochlade irgendwie hinten dran noch so ein paar Links packen von Speedruns, die ich irgendwie geguckt habe und die ich aus verschiedenen Gründen sehr unterhaltsam fand, damit man irgendwie einen netten Punkt hat, wo man anfangen will. Ansonsten, wenn das jemanden interessiert, dann sind, wie gesagt, wenn man auf YouTube einfach mal so AGDQ 2013, 2014, SGDQ 2013, 14, 15 und irgendwie so reinpackt, sich dann einfach die Spiele raussucht, auf die man irgendwie gerade Bock hat, weil man sie selber gespielt hat oder weil man sich denkt, wie zum Henker kann man dieses Spiel, für das ich damals mein halbes Leben investiert habe, in 23 Minuten spielen. Was soll das? Genau. Das ist eine super, super amüsante Sache und das wäre es von meiner Seite aus, weil ihr habt noch Fragen oder wollt noch irgendwas wissen. Das sieht nicht so aus, dann. Kannst du noch diesen Tool-Assisted Speedrun von Super Mario World zeigen, wo sie Snake reinprogrammieren? Weißt du, wo man den irgendwie sinnvoll findet? Leider, vielleicht Super Mario World Snake und Multitap? That sounds about right. Ja, genau. Ja, der Arbitrary Code Execution. Arbitrary Code Execution. Das ist auch True System, weil das würden Menschen irgendwie hinkriegen, aber... Nee, vor allem läuft es über zwei Multitabs, also der Super Nintendo hat sozusagen 8 Controller-Pfade dran und da hängt ein Mikrocontroller dran, der die versorgt mit Steuersignalen. So glitschen sie sich halt in den Speicher von dem Spiel andere Spiele rein, durch Speicherverwaltungs- und so Kramfehler. Ich finde das... der macht halt total Unsinn jetzt. Das macht erst Sinn, wenn das Spiel dann abstürzt. Sieht halt aus, als würde irgendein Idiot dieses Spiel spielen, der es nicht kann, oder? Ja, ist schon ziemlich immer. Rechts sieht man den Fenster in den Speichern. Und sobald der Speicherbereich halt richtig hingeglitscht ist, dann machen wir raus und dann machen wir ja nicht wieder. Egal was. Da sieht es irgendwie heute auch nicht rein. Okay. Das ist auch ein unglaublich cooler Sport, der ist irgendwie 9 Minuten durch. Ja. Und man sieht den Großteil vom Spiel nicht. Genau. Das war's von meiner Seite.